So, na gut. Stretching, Stretching, Stretching. Pass auf, heute starten wir in der Bauchlage. Leg dich bitte auf den Bauch, ja? Arme unterm Kopf. Arme unterm Kopf, Stirn unten und einfach mit dem Popo wackel, 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 wackel. Rechts, links, schön entspannen. Muss mich noch abwischen vom Training. Also ich habe ordentlich geschwitzt bei dem letzten Workout. Mir hat es taugt. Mit 1 Kilo spürt man nichts, das weiß ich eh. Ja, mit 1 Kilo spürt man nichts. So, oh, herrlich. Wir bleiben jetzt eine halbe Stunde nur liegen und wackeln mit dem Popo. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Schön wackeln. Auslockern die Wirbelsäule. Wir haben heute einige Übungen für den Rücken gemacht. Vier. 3, 2, 1, sehr schön. Leute, rechter Arm zur Seite, Handfläche am Boden, ungefähr genau auf Schulterhöhe, ja? Und du drehst dich mit dem linken Bein nach hinten auf. Ja? Durch das Aufdrehen dehnen wir den Brustmuskel und den Schultermuskel. Genau, Brustmuskel, Schultermuskel. Schön dehnen, dehnen, dehnen. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. 3, 2, 1. Super. Nächste. Linke Hand zur Seite. Und genau dasselbe. Rechtes Bein nach hinten. Ich gehe ein bisschen weiter nach vorne. So, jetzt habe ich Platz. Schultermuskel schön auf. Brustmuskel wird gedehnt. Schultermuskel wird gedehnt. Alles wird gedehnt. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Super. Komm zurück. Ja? Und wir halten die Hand bitte ungefähr so auf Schulterhöhe. Und jetzt versuchen wir die Hand ein bisschen weiter nach oben. Ja? Ein bisschen weiter nach oben. Es ist einfach ein anderer Winkel. Ja? Also es war auf Schulterhöhe, so ungefähr Augenhöhe oder sogar noch ein bisschen höher. Und wieder aufdrehen. Aufdrehen, aufdrehen, aufdrehen. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wechsel, auch die andere Hand. Ja? Wir waren auf Schulterhöhe, jetzt ein bisschen weiter nach oben, ungefähr Augenhöhe. Es ist einfach ein anderer Winkel und schön dehnen, 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 dehnen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Super, ja? So, wir waren jetzt auf Schulterhöhe, wir waren auf Augenhöhe, jetzt gehen wir aber runter, ja, so fast auf Popohöhe und drehen die Handfläche nach oben, ja? Dreh die Handfläche nach oben. Warum? Weil wir legen hier jetzt unser linkes Bein, Leute, reinlegen. Ja? Wer kann sogar mit beiden Händen greifen? Wer kann mit beiden Händen greifen?
Das heißt, wir dehnen die Schulter und auch den vorderen Oberschenkel. Zehn. Neun. Acht. Mit beiden Händen, Leute. Ich halte es mit beiden Händen, aber ich liege drauf auf der Schulter, somit dehne ich die Schulter noch mehr. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Wechsel. Andere Seite. Anderes Bein. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Super. Leute, wir legen uns auf den Bauch und wir beugen beide Beine. Wir beugen beide Beine. Und wir schaukeln ein bisschen. Schaukeln. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Super. Dreh dich auf den Rücken. Dreh dich auf den Rücken. Beide Knie anziehen. Rückenmuskeln auslockern. Zehn. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Das rechte Bein bleibt angewinkelt und das linke Bein kommt oben drauf. Ja, rechtes Bein angewinkelt, linkes Bein oben drauf. Du greifst jetzt mit der rechten Hand, ja, dein linkes Bein und du ziehst beide Knie rüber nach rechts. Aufdrehen, ja, mit eingehakten Beinen, genau. Mit eingehakten Beinen. Versuch, dass deine linke Hand, deine linke Schulter am Boden bleibt. Ja, genau. Wirbelsäule aufdrehen. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. 3, 2, 1. Super. Komm zurück. Ja, ich drehe mich nur um. Jetzt umgekehrt. Linkes Bein ist unten, rechtes Bein ist oben. Ja, mit der linken Hand das rechte Knie nehmen und rüberziehen nach links. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Super. Zurück auf den Rücken, beide Knie nehmen und wieder auslockern. Super. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Beide Beine hoch. Mit Schwung aufsetzen. Die Beine sind schön gestreckt. Wir kommen nach vorne. Hintere Oberschenkel ein bisschen dehnen.
Aber mir geht es hier bei dieser Dehnung jetzt mehr eher für den unteren Rücken, dass der untere Rücken entspannter wird. Ja? Das heißt, du kannst die Knie ruhig ein bisschen beugen, schau, dass du trotzdem weiter nach vorne kommst. Genau. Der untere Rücken wird jetzt gedehnt. Zehn. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Leute, das rechte Bein beuge, das linke Bein bleibt gestreckt. Ja? Wir drehen uns nach hinten auf. Wir drehen uns nach hinten auf. Dreh dich nach rechts. So weit du kannst. Wirbelsäule aufdrehen. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. 3, 2, 1. Ja, super, sehr schön. Ja, das rechte Bein bleibt gebeugt, das linke Bein bleibt gestreckt, aber wir drehen uns und legen uns drauf auf das rechte Knie. In der Luft ist und wir machen gleich wieder diese Balanceübung, Petra. Balance, Balance, Balance. Wow. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Okay, nochmal. Zehn. Neun. Acht. 7, 6, ach Scheiße, noch einmal, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, das hört. Und locker lassen, sehr schön, wir wechseln, das andere Bein ist gestreckt, das Bein ist gebeugt, dreh dich auf, Wirbelsäule aufdrehen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja? Das vordere Bein bleibt gebeugt, das hintere Bein bleibt gestreckt, aber wir drehen uns so um, dass wir uns drauflegen auf das vordere Knie. Auf das gebeugte Bein, genau, auf das gebeugte Bein. Popo-Muskel stretch. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ja. Wir beugen das hintere Bein, wir greifen das hintere Bein, Ferse zum Popo.
4, 3, 2, 1. Sehr schön, super. Okay, Leute, schneller Sitz. Gemütlich hinsetzen. Locker, 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 locker. Ja, und wir drehen uns wieder auf. Wirbelsäule auf. Abstützen jetzt, ja, mit den Zehenspitzen abstützen jetzt und schön nach hinten. Da habe ich jedes Mal das Gefühl, mir brechen die Zehen ab für diese Übung. Das ist eine blöde Übung. Also eigentlich ist es eine gute Übung, aber ich hasse es so. Snap.
Sehr schön. Super. Komm bitte nach vorne, stütz dich ab und streck dich im Brustkorb. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Leute, das rechte Bein nach vorne. Ja? Und halt dich ruhig fest am vorderen Bein. Und wir schieben jetzt das rechte Knie nach vorne. Wir dehnen links den Hüftbeuger. Schieb nach vorne. Schieb nach vorne. Versuch hier zu öffnen, soweit du kannst. Schieb nach vorne. Komm weit mit den Knien über die Zehenspitzen. Soweit du kannst. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Ganz weit, ganz weit. Vier. Umso aufrechter, Manuela, Manuela, umso aufrechter der Oberkörper, umso mehr spürst du den Hüftbeuger. Ja? Mach mal bitte alle die Arme hoch, Oberkörper hoch. Ja, genau, Oberkörper hoch. Ja, genau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setz dich hinten drauf, streck das vordere Bein. Zehn, neun, acht,
6, 5, 4, 3, 2, 1 und vorsichtig, Leute, nach hinten setzen. Nach hinten, nach hinten, nach hinten, dann kommt der Spagat. Wir tun das vordere Bein ein bisschen vordehnen. Sehr schön, super. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Nach hinten die Arme, die Beine. Arme nach vorne, streck dich durch. Oh, ist das gut. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Super. Wir kommen langsam zu der letzten Übung. Wir kommen in die Hocke. In die Hocke, bisschen auslockern. In die Hocke, bisschen auslockern. Und das, was wir im Warm-up gemacht haben, ja, jetzt machen wir das auch zum Abschluss, ja, aber ein bisschen intensiver. Richtig aufdrehen und halten. Aufdrehen, 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 halten. Maximum. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, wechsel, andere Seite. So richtig in die Tiefe gehen. Oh, öffne die Rückenmuskulatur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, herrlich. Herrlich. Ich sag's euch, dieser Dehnungsschmerz, das ist was Herrliches. Super ist das. 4, 3, 2, 1. Aufrollen. Schultern kreisen. Einatmen. Ausatmen. Beine schließen. Wir strecken uns durch. Und aus. Sehr brav. Sehr cool gemacht. Sehr cool gemacht.